Die sind Rentner bzw. Pensionär, haben also jetzt ein wenig mehr Zeit, sich der Kunst zu widmen. Die Kunst ist ihr Hobby, wie sie dargestellt haben. Es sind ja verschiedene Richtungen, die sie hier zeigen. Ja, das ist so, mein Sujet ist mehr das Meer, Landschaft, Meer, Architektur. Ich hatte früher mit Architekten zu tun, habe auch mir die Architektur gewählt, um auch viele Bilder architektonisch auszuwerten und gleichzeitig auch Landschaft und Blumen, Meer und Blumen. Das sagt auch meine Karte aus, da steht auch drauf Kunst und Meer. Meer mit E, Meer mit H. Herr Faust, Sie sind hier auf der Hobbyausstellung ebenso vertreten wie viele andere. Sie zeigen Ihre Bilder, die eine Kunstrichtung darstellen, nämlich, wie ich hier sehe, die Fotografie. Ja, ich habe schon seit frühester Kindheit fotografiert und das ist eigentlich mein Haupthobby. Dann habe ich angefangen zu malen, Acryl, Aquarell, Ölmalerei, habe einen Kursus gemacht, Künstlerhaus Bethanien, habe auch Radierungen hier ausgestellt und habe seit kurzem im Atelier im Künstlerzentrum Tegel Süd. Und da habe ich jetzt einige Sachen ausgesucht, alles kann man ja nicht zeigen, ist ja nur eine kleine Auswahl der Dinge, die ich so herstelle. Aber man kann, wenn man mehr sehen will, auch mal mich besuchen kommen. Und wo ist das genau? Das ist U-Bahn- und Volzhauser Straße, Tegel-Zentrum. Ja, das Tegel Süd heißt es eigentlich, ja. Kunstzentrum Tegel Süd ist die Holzhauser Straße und da sind 25 Künstler, die haben sich da angesiedelt bis jetzt. Und da habe ich auch ein Atelier, Galerie und Atelier und kann da werken und meine Arbeiten durchführen. Man sollte sich aber bei Ihnen vorher anmelden, ne? Ja, doch auf jeden Fall. Wir haben auch kleine Kärtchen, Visitenkarten, da sind Telefonnummern drauf und jederzeit ist jedermann herzlich willkommen. Künstler aus Bethanien, 2 Semester Radierungen gemacht und das ist hier zum Beispiel eine der Radierungen, die ich da gemacht habe oder hier zum Beispiel eine Oase oder hier einige Schiffe. Also es sind so einige Dinge, die man so herstellen. Es ist aber nur klein. Ich habe die großen Radierungen, die habe ich, kann ich hier alle nicht mitbringen. Die sind alle im Atelier zu sehen. Da habe ich auch ganze Serien gemacht. Wie stellt man so eine Radierung her? Ja, eine Radierung ist folgendermaßen. Ich habe zum Beispiel eine Aluminiumplatte. Die wird dann fein geschliffen, also poliert. Und dann nehme ich dann ein, das, ich weiß nicht, wo ich rede jetzt, das sind jetzt praktisch Kaltnadelradierung und die Kaltnadel nennt man eine, wie eine Reißnadel, eine ganz spitze Nadel. Und das Motiv, was man jetzt darstellen will, bringt man jetzt wie eine Zeichnung auf diese Platte, aber seitenverkehrt, wenn man seitenverkehrt was darstellen will. Und dann wird später die Platte fein mit Druckerschwarze, also Zeitungsdruckerschwarze eingerieben. Da gibt es so Rot und verschiedene Farben. Ich habe auch Farbradierungen gemacht. Die muss man dann mehrmals drucken. Ja, und dann wird das zwischen auf einem Spezialpapier, also eine Art Löschpapier gebracht. Ich will es mal laienhaft ausdrücken und kommt dann in die Druckerpresse. Die habe ich im Atelier zu stehen und da kann man dann praktisch durch hohen Druck diese Radierung dann durch die Presse durchwalzen, wie man so schön sagt, laienhaft dargestellt. Dann kommt praktisch die Radierung raus. Wenn ich irgendwo ein Motiv sehe, gucke ich mir es genau an, ob ich es auf den Film bannen kann. Man macht ja auch manchmal mehrere Aufnahmen davon. Und in diesem Fall habe ich so lange gewartet, bis die ganz so lang watschelte, wie manchmal auch ein Mensch lang watschelt, kann man sagen. Oder andere Tiere, zum Beispiel habe ich den Schuhschnabel fotografiert im Zoo oder im Tierpark Walsrode. Auch die Tierfotografie ist somit auch eines meiner bevorzugten Motive.